Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute kann ich nicht ganz richtig reden. Okay, aber das kriegen wir hin. denn ich war ein bisschen erkältet und dementsprechend habe ich da ein paar Tage nicht gedreht. Aber hey, heute möchten wir mal so ein bisschen Leben ins Gesicht bringen und da habe ich jetzt hier so ein paar Produkte von Sephora vor mir liegen, die ich mir gekauft habe. Hauptsächlich ganz viel Tarte und so. Und ja, wenn du Bock drauf hast, mal ein bisschen Leben in dieses Gesicht hineinzubringen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich starte mit einer Sephora Eigenmarke, also Sephora Care ist es dann ja, Primer Lock End 12 Stunden Hydration Geschichte. 95% sind natürliche Inhaltsstoffe und hier sind 25 Milliliter drin. Oh, der ist von der Konsistenz her so gelig. Und sieht durchsichtig aus. Das müssen wir uns mal anschauen. Riecht ein bisschen nach Reinigungsmittel. Also alkoholisch, ne? Fühlt sich aber irgendwie angenehm an. Naja, mal schauen. Okay, habe ich jetzt im ganzen Gesicht und auf dem Hals verteilt. Und dann nehme ich eine Foundation. Und da habe ich hier von Tarte die Maracuja Juicy Glow Foundation. Habe ich mir in der Farbe 12N Fair Neutral bestellt. Die hat so diesen schönen Holzdeckel, das finde ich total hübsch bei dieser Reihe. Ich weiß nicht, ob man die schütteln muss, die fühlt sich oder hört sich auf jeden Fall relativ flüssig hier drin an. Wirklich edler Deckel, aber gut bei dem Preis, ne? Tarte ist ja auch High-End. Ich gebe mir mal so ein bisschen auf meinen Handrücken. Oh, die sieht aber gar nicht flüssig aus, ganz im Gegenteil. Die sieht sehr, sehr fest aus. Oh, ich hoffe, dass du nicht zu dunkel bist, Schätzelein. Das sieht nämlich schon krass aus, ne? Ausgeblendet geht es aber klar, okay. Ich arbeite mir das erstmal mit einem Pinsel ein. Also das soll eine Medium-Deckkraft haben und ein strahlendes Finish hinterlassen, soll sich innerhalb von Sekunden wegblenden und soll die Poren wegblurren. Ja, hier habe ich jetzt einmal eine Seite gemacht, die andere Seite nicht. Ich finde, das ist eher eine leichte und keine Medium-Deckkraft. Ne? Hyaluronsäure und Superfruchtkomplex soll für eine hydratisierte und strahlende Haut sorgen. Man bekommt Strahlkraft, definitiv. Also ich finde, ich leuchte so richtig, ne? Aber es ist eine leichte Deckkraft. Das ist wirklich nur ein Hint auf Tint. Also mega krass viel hat es jetzt nicht gemacht. Aber ich finde es irgendwie für den Sommer, glaube ich, ganz cool. Also der kommt ja auch bald, ne? Deswegen, ich glaube, das wird noch ein paar Mal weiter ausgetestet. Aber ist für mich irgendwie keine richtige Foundation in dem Sinne. Kommen wir zu Dior. Edel, sprach der Wedel. Forever Skin Correct. Das ist ein 24 Stunden Wear and Hydration Creamy Concealer. Full Coverage. 11 Milliliter. Da ist ganz schön viel drin für einen Concealer. Die 1CR habe ich mir gekauft. Super schwer. Also dieses Ding fühlt sich schwerer an als die Foundation. Ein dicker, fetter Applikator. Farblich könnte das, glaube ich, ganz gut funktionieren hier. Oh, das gefällt mir. Das funktioniert schnell. Das sieht wundervoll von der Farbe her aus. Und das kaschiert im Prinzip das, was die Foundation nicht geschafft hat. Ich meine, dafür ist ein Concealer ja auch da, ne? Aber gefällt mir richtig gut. Ein schöner Concealer. Herzlich willkommen in meiner Sammlung. Das macht mir Freude. Als nächstes habe ich noch ein Produkt von Tarte. Und zwar habe ich hier diesen Contour irgendwas gedönsen. Contour. Ja, Contour, Contour. Ernsthaft, der heißt Contour, Contour. Da unten steht's, ne? Nein, er heißt Sculpt Tape und ich habe den in der Farbe Cool Bronze mir bestellt. Ist natürlich dann eine Adaption an den Contour Wand von Charlotte Tilbury. Und hier steht genau, wie man das drauf machen soll. Jeweils 3 Punkte hier und 3 Punkte hier. So sieht die Verpackung auf jeden Fall aus. Hochdrücken. Oh, da kommt aber gut was raus, Leute. Ich mache erstmal nur die eine Seite, ich habe ein bisschen Schiss. Dann nehme ich mir meinen Pinsel und blende und blende. Oh. Das hat sehr schnell funktioniert. Ich sehe aber auch nicht allzu viel Produkt davon in meinem Gesicht. Sehr subtil. Ich glaube, ich baue das auch mal ein bisschen noch auf, ne? Also, brauche schon ein bisschen mehr. Aber das blendet sich toll ein, also das kann man nicht anders sagen, ne? Sehr, 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 sehr smooth und natürlich. Ist halt sehr dezent. Aber es gefällt mir, muss ich sagen. Es passt vor allem super gut auch mit dieser sehr natürlichen Foundation-Geschichte zusammen. Das macht ein tolles Finish. Das wird jetzt auch öfters mal getragen. Das finde ich cool. Dann habe ich in der ähnlichen Verpackungsgeschichte von Charlotte Tilbury Pillow Talk natürlich. Matte Blush. Nein, Matte Beauty Blush Wand Easy Liquid Blush.
12 Milliliter sind hier drin und ich habe die Farbe Pillow Talk Pink Pop mir bestellt. Ne? Also das ist echt so ein Ding, was irgendwie zurzeit super viele Marken auch immer wieder adaptieren und man immer mehr halt auch zu kommt, dass sowas auch in Drogerien einzieht und so. Also da findet man recht häufig was von. Revolution hat das ja auch schon adaptiert und Kiko und hast du nicht gesehen. Also da sieht man jetzt immer häufiger, dass Marken auch das genau so rausbringen. Was ich nicht schlimm finde, weil es ja auch eine gute Art und Weise von der Verpackung her ist. Ne? Also das hast du gut verstaut, das ist schön in der Anwendung her, gefällt mir einfach. Und die Farbe ist eine schöne Frühlingsfarbe. Auch das wieder relativ dezent halt, ne? Deswegen knall ich mir auch ordentlich gerade drauf. Also das wird definitiv schneller leer sein als der Highlighter, den ich mal von Charlotte Tilbury hatte, wo ich mir immer nur ein, zwei Pünktchen aufgegeben habe. Denn den Highlighter, den, ja, der war irgendwie intensiver. Der Blush ist recht subtil. Aber ist okay. Also ne, für eine Frühlingsfrische, wie gesagt, ist es okay. Kann man vielleicht auch wirklich dann über so einem leichten Skin-Geschichten-Gedönsen tragen. Im Alltag auch eine ganz gute Geschichte. Macht auf jeden Fall eine richtig schöne Hautbildgeschichte. Und so wie es jetzt aussieht, mag ich das auch gerne leiden. Weiter geht's mit einem weiteren Produkt von Tarte. Die haben echt super viele Produkte rausgehauen, Leute. Ne? Shape Tape Puff Included. Achso, Setting Powder habe ich hier. Hatte das Farben? Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall dieses hier mitgenommen. Translucent habe ich mir mitgenommen. Jo, süße Verpackung, ne? Eibert hübsch. Hat auch wieder dieses Maracuja-Design. Puffelding am Start. Spiegel am Start. Das finde ich auch immer ganz hübsch. Nicht ganz einfach zu öffnen, wenn man sich am Vortag die Fingernägel geschnitten hat. Oh ja, richtig cool. Wir haben hier so ein Netz drin. Das feiere ich ja immer, ne? Finde ich großartig. Und dann pudere ich ganz leicht mein Gesicht damit ab. Weil ich möchte ja eigentlich ganz gerne den Glow behalten. Weil dieses Puder soll mattieren und blurren. Die Seite habe ich jetzt gesettet, die Seite nicht. Und ich finde, dass es auch einen leichten Filter auf die Haut gibt und ein sehr, sehr schönes Puder ist, ne? Weil das nicht zu matt ist. Das sieht immer noch alles aus wie Haut. Schönes Puder. Mensch, also irgendwie, das läuft ganz gut hier. Oh, da ist ein Haar runtergefallen. Ich habe jetzt nicht die neuen Highlighter bekommen, die ich eigentlich hätte haben wollen. Der von Charlotte Tilbury und der von Rare Beauty waren leider ausverkauft. Deswegen nehme ich hier von Benefit die Cheek Stars Reunion. Da ist der Cookie drin. Da, den verwende ich jetzt. Ich habe Bock auf den Cookie. Blush und Bronzer muss ich jetzt nicht auffrischen, weil ich finde, dass die so noch ganz gut durchscheinen. Aber ja, eigentlich Highlighter bräuchte ich jetzt auch nicht zwingend. Aber das ist halt ein wunderschöner Highlighter und der kommt jetzt einfach nochmal drauf, weil ich mag den einfach gerne. Komm. Menschenskinder, ne? Was ein schöner Highlighter. Nicey kebicey. Dann machen wir jetzt mal ein bisschen die Augenbrauen. Relativ neu ist ja von Anastasia Beverly Hills dieser Brow Wiz. Habe ich hier in der Farbe Taupe. Ganz, ganz leicht hat der Concealer bei mir gecreased, aber das konnte ich jetzt auch mit dem Bürstchen ganz schnell wieder wegmachen. Ebenfalls ein recht neues Produkt, habe ich aber von Benefit selber zugeschickt bekommen, ist das Fluff Up Brow Wax. Und das hat eine schöne neue Verpackung. Ist tatsächlich auch eine schöne Geschichte. Ich bin ehrlich gesagt einfach ein ultimativer Verfechter von dem 24 Hours Brow Setter. Trotzdem ist das hier aber auch ein ganz schönes Produkt. Das macht halt die Augenbrauen schön fluffig, bringt sie schön in Form, hält sie flexibel. Also du könntest theoretisch dann immer wieder hingehen und die Form verändern. Was ich persönlich jetzt nicht unbedingt brauche über den Tag, aber naja, kann man halt damit machen und nicht. Also das Produkt an sich finde ich ganz gut. Das hält meine Augenbrauen ganz gut in Form. Die liebe Emmy hat uns ein wundervolles Osterpaket zukommen lassen. Vielen, vielen Dank. Da war neben vielen extrem schönen Spielzeugen und coolen Sachen für Julius tatsächlich auch diese Palette drin. Und zwar von Natasha Denona, die Pastel Mini Palette. Das ist eine etwas schwierigere Palette, weil wir haben nur einen matten Ton und vier Schimmertöne drin enthalten. Und ich bin mal gespannt, ob ich damit jetzt einen vernünftigen Look hinbekomme. Ist eigentlich ja eher so eine Kombipalette, aber ich versuche es wirklich alleine zu verwenden. Hier haben wir einmal die fünf Töne auf den Fingern und einmal geswatcht auf der Hand. Also ja, das schreit nach Frühling, oder? Ich habe jetzt auch immer wieder so unterschiedliche spektakuläre Looks damit gesehen, die man halt sehr so artistisch und so schminken kann. Ich habe das immer wieder bei mir versucht. Das sieht bei mir aber echt komisch aus mit meinem Schlupflied, deswegen schauen wir mal. Zuallererst nehme ich mir dieses schimmernde Hellblau auf und beginne quasi in meinem Innenwinkel und ich ziehe das hier so ein bisschen hoch, ne? Also das ist quasi vom Innenwinkel bis, ich sag mal, hier zur Hälfte der Augenbraue aufgetragen wird.
Als Pinsel habe ich hier so einen Luxe Smoky Shader 234 von Zoeva. Dann nehme ich mir den Rosaton und setze mir den quasi, ja, genauso da dran und folge dann dieser Linie einfach ein bisschen, ne? Dann nehme ich mir dieses matte Grün auf und tupfe mir das hier außen so ein bisschen hin und ziehe mir das aber auch ein bisschen nach außen und an den unteren Wimpernkranz. Ich kann jetzt ja mal versuchen, mir auch ein bisschen was von dem Rosa in den Innenwinkel zu geben, um den so ein bisschen noch aufzuhellen. Ja, das funktioniert schon. Also, ne, über das Blau dann drüber, das geht auf jeden Fall besser. Tja, und entweder kann man jetzt sagen, oh, das ist ein wunderschöner Pastell-Look, oder, Claudi versucht sich zu schminken und irgendwie sieht es ein bisschen anders aus als sonst, ne? Also, ich weiß nicht, wie ich den Look jetzt finde. Ich muss noch ein bisschen mit der Palette auch rumspielen, glaube ich. Es ist halt schwierig, wenn man das halt auch in der Lidfalte so drin hat, ne? Ich finde auch das Grün, ich weiß nicht, ob das dazu passt. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig. Ich habe jetzt auch zwei Töne ja nicht verwendet, also den dunkelblauen Schimmerton und auch diesen, ja, quasi Duochrome-Ton, ne, den ich ja da außen habe, der ja diesen Gelbshift auch mit drin hat. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das so finde. Ich verwende jetzt einen Eyeliner und das ist von der Sephora Eigenmarke, hatte ich im Adventskalender drin, der Black Ink Classic Line Feldliner. Das ist einmal dieser hier, wie gesagt, aus dem Adventskalender Sephora Eigenmarke. Filzstift Spitze. Irgendwie habe ich mir den heute ein bisschen tief gemalt, aber ein toller Eyeliner tatsächlich. Also der malt richtig, richtig, richtig gut. Von Make Up For Ever habe ich das Mix & Fizz 24 Hours Fixing Spray bestellt. In der kleinen Größe mit 30 Millilitern. Und das soll einfach feuchtigkeitsspendend sein, ne? Der Sprühkopf sieht soweit so gut aus. Oh nee, doch nicht. Oh, das ist heftig. Es springt einen schon an, ja. Und der Duft ist auch irgendwie komisch. Naja, mit dem Schwämmchen tape ich das immer ganz gerne ein. Und dann widmen wir uns der neuen Hourglass Unlocked Instant Extensions Mascara. Auch die habe ich mir in der kleinen Variante bestellt. Wir haben ein tannenbaumförmiges Gummibürstchen, das schaut einmal so aus. Das ist jetzt nicht super neu, ne? Also sowas haben wir schon öfters gesehen, aber vielleicht ist die Formulierung der Mascara an sich ja ganz speziell. Riecht sehr intensiv. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Nicht ganz so meins, ne? Also die schmiert doch sehr. Und also das sieht man jetzt auch. Ich habe es jetzt auch noch nicht weggemacht. Und ich finde sie sehr, sehr nass. Also die ist nicht so leicht aufzutragen. Das ist echt, echt schwierig. Nicht meine präferierte Mascara. Und wenn man geputzt hat, nimmt man sich einfach so ein Spoolie und dann kann man es halt wegbürsten. Ne? Das ist normalerweise ganz einfach. Und diese Foundation, Leute, ist extrem glowy. Ihr seht es jetzt auch, ne? Jetzt habe ich hier von Fenty, gab es für Ume mit dazu, in der Farbe Fuzzy den Gloss Bomb. Als Sephora Unlimited Mitglied bekommt man nämlich halt immer wieder solche Goodies. Und der passt natürlich jetzt auch super zu diesem glowy Look, weil wenn ich dazu jetzt eine matte Lippe nehmen würde, würde es nicht aussehen. Wenn ich zu intensiv gehen würde, würde es nicht aussehen, finde ich, ne? So ist es einfach echt schön. Auch zur Lieferung mit dazu gab es eine Parfümprobe von dem Kajali Yum oder Yum Pistachio Gelato. Und da, als ich das in der Story gezeigt habe, hatten Maxim und eine andere Followerin direkt geschrieben, Claudi, teste das unbedingt mal aus. Es riecht wirklich angenehm. Wir haben Pistachio, Gelato, Haselnuss, süßer Rum, Whipped Cream, also ist, glaube ich, aufgeschlagene Sahne, Marshmallow und Cotton Candy als Duftnoten. Ein richtig, richtig toller Duft. Da kann ich mir auch vorstellen, dass ich mir das mal irgendwie in groß hole, weil das sehr frisch und sehr frühlingshaft riecht. Also ein ganz, ganz toller Duft, so möchte ich gerne auch diesen Sommer riechen. Leute, das ist jetzt mein fertiger Look. Ganz schön glowy, powy geworden, aber ich mag das sehr, sehr gerne. Die Mascara könnte intensiver, der Lidschattenlook ist gewöhnungsbedürftig, passt aber zum Look und zum Outfit tatsächlich irgendwie dazu. Also ich finde, das harmoniert schon ganz gut. Ne? Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Dass die Foundation an der Nase nicht ganz so gut gesessen hat, ist nicht schlimm. Ich habe sie mit dem Kosmetiktuch bzw. eben im Tempo beim Taschentuch, beim Naseputzen abgemacht und dann halt noch so ein bisschen mit dem Finger rumgeblendet. Da siehst du nichts von, ne? Dass da nicht so super viel Foundation auf der Nase drauf ist. Mein Hautbild gefällt mir. Ich mag auch dieses Glowige. Man muss halt für sich selber entscheiden, möchte man so eine krass glowige Foundation verwenden. Ich finde es so ganz cool, weil das so frisch aussieht.
Ihr Lieben, schreibt gerne mal in die Kommentare rein, welches Produkt ihr am spannendsten fandet, welche Neuheit generell euch so interessiert, was ich mal ausprobieren soll. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, lass es dir ganz einfach gut gehen, fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich hier super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!